Nunmehr rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 14, den Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN betreffend Land und Kommunen arbeiten bei der Asyl- und Flüchtlingspolitik weiterhin Hand in Hand, Drucksache 19-4604. Das Wort hat für die Fraktion der CDU Herr Abg. Dr. Bartelt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Aufnahme, Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist eine Gemeinschaftsaufgabe von allen drei staatlichen Ebenen, Bund, Land und Kommunen. Hessen hat das immer begriffen und sich dafür eingesetzt, indem es die dem Land zugeordneten Aufgaben hervorragend erfüllt hat und auch darauf gedrängt hat, etwa dass ein Flüchtlingsgipfel organisiert wird, dass der Bund seinen Verpflichtungen nachkommt. Hier hat besonders unser Sozialminister Grüttner Initiativen ergriffen. Und wir haben auch immer den Schulterschluss mit der kommunalen Familie, den kommunalen Spitzenverbänden, gesucht und auch gefunden. Die Aufgabe des Landes ist primär die Organisation der Erstaufnahme. Hier haben wir eine hervorragende Bilanz. Es gab keine Obdachlosigkeit, es gab keine Zelte, und wir haben sogar Busse aufgenommen, Flüchtlinge aus Bussen aufgenommen, die aus Nordrhein-Westfalen abgewiesen worden sind. Wir haben die kommunale Familie stets hervorragend unterstützt. Die Pauschale sind im Landesvergleich hoch. Wir sind immer im oberen Drittel gewesen. Die Vereinbarungen erfolgten stets mit den kommunalen Spitzenverbänden. Es wurde immer ein Konsens hergestellt. Und wir haben immer dafür gesorgt, dass die Zuweisungen in die Kommunen erst dann erfolgten, wenn der Status, der Aufnahmestatus einschätzbar geworden ist, im Gegensatz zu anderen Ländern, die automatisch sofort unabhängig von der Klärung der Frage, ob sie aufgenommen werden oder nicht, wie es mit dem Aufnahmestatus steht, den Kommunen zugewiesen worden sind. Das war eine Voraussetzung für eine gute Flüchtlingspolitik und auch für einen Konsens in der Bevölkerung. Worum geht es jetzt bei der aktuellen Vereinbarung? Es geht darum, dass man die Pauschalen auf einem sehr hohen Niveau behält. Und es geht darum, dass die sogenannte kleine Pauschale, dies bedarf der Erklärung, sie wird geleistet für Personen, die bereits Leistungen aus dem SGB II beziehen und wo die Kosten für die Unterkunft vom Bund geleistet werden, dass hier ein einheitlicher Betrag von 120 € pro Monat pro Flüchtling geleistet wird für Maßnahmen der sozialen Betreuung und der Integration. Es wird dadurch eine Planungssicherheit hergestellt, einerseits, weil die Vereinbarung bis 31.12.2020 gilt und weiterhin, dass die Pauschalen geleistet werden für Flüchtlinge, die ab 2017 zugewiesen worden sind, von bisher maximal 2 Jahren auf maximal 3 Jahre erhöht wird. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, da zwar einerseits die Flüchtlingszahlen deutlich zurückgegangen sind, die Zuweisung aber zu den Kommunen weiterhin hoch sind, weil dies ja mit einem entsprechenden Zeitverzug vorhanden ist, gerade weil wir ja erst dann zuweisen, wenn wir eine Einschätzung des Status vorgenommen haben, sodass also die Kommunen weiterhin unsere Unterstützung bedürfen. Diese Unterstützung bekommen sie. Und wir sehen es weiterhin so, dass der Konsens in der Bevölkerung als Prophylaxe auch gegenüber Rattenfängern, Konsens in der Bevölkerung bei der Flüchtlingspolitik dadurch hergestellt wird, dass es möglichst wenig Reibungsflächen zwischen den staatlichen Ebenen gibt, dass die staatlichen Ebenen einheitlich handeln. Hierfür hat Hessen einen hervorragenden Beitrag geleistet. Wir danken dem Minister
und auch den kommunalen Spitzenverbänden, dass sie rechtzeitig diese Vereinbarung getroffen haben. Vielen Dank. Frau Kollegin Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE hat als Nächstes das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ende vergangenen Jahres sah es noch so aus, als würde die Große Pauschale, also das, was das Land nach dem Landesaufnahmegesetz den 26 Gebietskörperschaften für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zahlt, reduziert werden. Erich Pieper, der Präsident des Landkreistages, hatte ja entsprechende Pläne der schwarz-grünen Landesregierung bekannt gemacht. Nun treten die befürchteten Mittelkürzungen also nicht ein. Das ist gut zu wissen. Aber was wir aber nicht wissen und auch nicht verstehen, ist der tiefere Sinn dieses Antrags, der uns heute hier vorliegt. Hier klopfen sich die Regierungsfraktionen gegenseitig auf die Schultern, weil sie ihren ursprünglichen Plan, die Flüchtlingspauschale abzusenken, nun doch nicht realisiert haben. Jetzt hätte ich die Jubelstimmung noch verstanden, wenn sich die finanzielle Ausstattung der Kommunen wirklich substanziell verbessert hätte. Aber das sehe ich nicht. Meine Damen und Herren, die sogenannte Große Pauschale ist eine politische Pauschale, die sich nicht am tatsächlichen Bedarf der Kommunen orientiert. So hat etwa der Landkreis Hersfeld-Rotenburg in 2016 für Unterbringung und Versorgung und die Betreuung von Geflüchteten 9,1 Millionen € ausgegeben, bekam aber vom Land nur 8,5 Millionen € erstattet. Oder wir nehmen ein anderes Beispiel, der Landkreis Kassel. Der hat 35,4 Millionen € ausgegeben und blieb auf 6 Millionen € sitzen. Nun ist es ja nicht so, dass die Kreise solche Mehrkosten einfach wegstecken könnten, meine Damen und Herren. An den Kosten für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge, die Hartz IV beziehen, beteiligt sich das Land nunmehr mit 120 € im Monat. Das ist eine Steigerung von 90 €, und das ist mehr als zuvor. Aber diese kleine Pauschale deckt nicht die Kosten, die entstehen, wenn Integrationskurse und eine gute Unterstützung für die berufliche Eingliederung geleistet werden sollen. Der Arbeitsaufwand der Jobcenter ist wesentlich höher als für andere Gruppen von Hartz-IV-Empfängern. Auch die Kosten für die Kitas zum Beispiel bleiben bei den Kommunen hängen. Und die Absenkung des Grenzbetrags bei den Gesundheitskosten um 226 €, jetzt sind es noch 10.000 €, die zu zahlen sind, ist auch keine substanzielle Entlastung für die Kommunen. Frau Kollegin, einen Augenblick bitte. Ja, ich höre es. Unruhe. Nein, jetzt kommt es. Frau Kollegin, einen Augenblick bitte. Wir sind ein Parlament, aber nicht ein Parlament zum allgemeinen Schwätzen halt, meine Herren da hinten. Ich darf bitten, das da einzustellen, und auch sonst bitte ich um mehr Ruhe und Aufmerksamkeit für die Rednerin. Bitte schön. Geht's jetzt oder? Gut. Gerade bei der Gruppe von anerkannten Flüchtlingen, die immer größer wird und für die die Große Pauschale nicht mehr gilt, wäre ein größeres Engagement des Landes erforderlich. Meine Damen und Herren, völlig unberücksichtigt bleiben die Vorhaltekosten der Kommunen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte. Viele Kommunen haben mit Betreibern mehrjährige Verträge für die Unterbringung von Geflüchteten abgeschlossen. Die Flüchtlingszahlen sind aber gesunken, und die Kommunen zahlen nun für die Plätze, die sie nicht belegen können. Und ich meine, das Land sollte diese Kosten nicht den Kommunen aufbürden. Wir sind der Ansicht, dass die Kommunen eine finanzielle Ausstattung brauchen, die sich einerseits an den tatsächlichen Kosten orientiert und andererseits verbindliche und menschenrechtliche Mindeststandards erfüllen muss. Was wir auch vermissen, meine Damen und Herren, ist eine Unterstützung von Kommunen im ländlichen Raum.
Warum unterstützt das Land denn die Kommunen nicht dabei mit strukturpolitischen Investitionen, die das Landleben attraktiv machen? Wäre das nicht ein besserer Ansatz für die Integration von Geflüchteten, als sie mit Wohnsitzauflagen aufs Land zu zwingen? Und außerdem wäre auch ein Konjunkturprogramm für ländliche Regionen nützlich für alle Bewohnerinnen und Bewohner und nicht nur für die Geflüchteten. Und damit würde auch die Akzeptanz und Integration der Neuhessinnen und Neuhessen wesentlich erhöht werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Herr Abg. Merz für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eben die Rede davon gewesen, ich glaube, der Kollege May war das, der sich verteidigt hat, wenn man immer nur gegen den Vorwurf Anträge würden immer nur Selbstverständlichkeiten enthalten. Wenn man jetzt sich in diesem Landtag immer nur mit den Anträgen befassen würde, die tatsächlich in die Zukunft gerichtet sind, und nicht mit denen, wo sich die Landesregierung selber lobt, dann wären wir auch schon einen Schritt weiter, und wir könnten ein Leben herrlich und in Freuden leben. Aber gut, das will ich jetzt nicht vertiefen. Meine Damen und Herren, was wir vor uns haben, ist nicht wirklich ein Beispiel dafür, wie Kommune und Land, sagen wir mal, ganz besonders partnerschaftlich miteinander umgegangen wären. Man könnte sagen, was wir vor uns haben, ist das Ergebnis eines Kuhhandels, bei dem man nicht so ganz genau weiß, wer am Schwanz und wer an den Hörnern gezogen hat. Wobei die entscheidende Stelle bei der Kuh, hat der Kollege Roth mich eben darauf hingewiesen, sowieso der Euter ist. Bei dem ist jetzt die Frage, also ob da so viel rausgekommen ist dabei. Wie auch immer, nach der doch vernehmbaren Knirschen und vernehmbaren Murren aus den Kommunen hinter und vor den Kulissen ist nun ein Kompromiss herausgekommen, von dem sich erst noch weisen wird, ob er tatsächlich bedarfsdeckend ist. Ich habe schon einmal in einer Haushaltsberatung gesagt, dass wir an dieser Stelle nicht klüger sein wollen und nicht klüger sein können als die Kommunen. Es wird sich weisen, ob die Kommunen damit auskommen oder ob sie das nicht tun werden. Wenn sie es nicht tun werden, dann werden wir es hier erneut zu diskutieren haben. Deswegen will ich auch zu dem ganzen Prozess, der dazu geführt hat, und auch zu der Höhe der Pauschalen im Einzelnen hier nichts sagen. Ich glaube, dass die Aufgabe bei der reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen und übrigens den Wohlfahrtsverbänden und den vielen ehrenamtlichen Initiativen sich auf einer ganz anderen Ebene stellt, auch den Arbeitsagenturen, den Jobcentern und den vielen anderen, die in der alltäglichen Praxis mit den vielen, vielen Problemen, alltäglichen und grundsätzlichen Problemen der 85.000 Menschen, die im Jahr 2015, 2016 auch nach Hessen, nicht auch, sondern nach Hessen gekommen sind, die sich mit diesen alltäglichen Problemen herumschlagen, dass wir diese Zusammenarbeit optimieren müssen. Das gilt für die Schule und die Kindertagesstätten. Ich will nur sagen, zum Beispiel die Probleme der Betreuung von Flüchtlingskindern im Pakt für den Nachmittag. Ich habe das vorhin schon einmal angesprochen, als wir über Kinderarmut gesprochen haben. Das gilt für die Frage der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, für die es zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ich höre die Berichte in der täglich aus der Praxis, aus der realen Alltagspraxis von Schulen, wie schwer es ist, einzelfallbezogen als Lehrerin und als Lehrer, als Schulleiterin und als Schulleiter Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, die ihrerseits an der Grenze und eigentlich über der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit sind, dieses zu organisieren. Darauf wird es aber entscheidend ankommen. Es wird entscheidend darauf ankommen, dass es uns gelingt, jetzt endlich die psychosoziale Betreuung der Menschen, insbesondere der Kinder, wieder zu organisieren und ins Laufen zu bringen, weil das genau natürlich die Punkte sind, die dem Schulerfolg, dem Lernerfolg der Kinder teilweise noch stärker im Wege stehen als die Hürde der Sprache. Wir wissen, dass sich natürlich in diesen Fällen die beiden Faktoren Probleme beim Sprachwettbewerb und der gesundheitliche Status, insbesondere der psychische Status vieler Kinder, aber eben auch vieler Eltern, die dann als Ressource zur Lösung dieser Probleme ausfallen, dass das sich gegenseitig potenziert.
Das sind die Probleme, mit denen wir uns herumzuschlagen haben werden. Deswegen glaube ich, ist es auch an der Zeit, hier entsprechende Foren der Auseinandersetzung zu schaffen, die andere Themen ansprechen und vielleicht auch nicht so auf Großgruppen angelegt sind, wie wir das bei den Flüchtlingsgipfeln in der Vergangenheit hatten. Ich glaube, dass hier eine vertiefte fachliche Diskussion über wirklich reale Probleme angezeigt ist mit den Fachleuten. Das hat sich für uns auch sehr deutlich bei unserer eigenen Anhörung, das ist hier auch schon einmal berichtet worden, über die realen Probleme im Zusammenhang mit dem NTEA-Programm diskutiert worden. Das ist uns deutlich geworden, das wollte ich sagen. Lassen Sie mich noch einen grundsätzlichen Satz sagen. Die Tatsache, dass wir hier in einer relativ entspannten, im Verhältnis zu der Situation 2015, 2016, relativ entspannten Situation reden können, hat damit zu tun, dass wir diese relative Entspanntheit gekauft haben durch die Abschottung der Außengrenzen der EU. Die eine einzige Ausnahme, wo Menschen in größerem Maße in die Bundesrepublik kommen konnten, war der Spätsommer und der Herbst 2015. Diese Möglichkeit gibt es heute wieder nicht. Deswegen geht das Sterben an den Außengrenzen weiter. Kollege Utter hat in der Debatte über Europa dankenswerterweise darauf hingewiesen. Ich will das hier wiederholen. Das, was wir hier im Moment als Vorteil erleben, ist erkauft mit dem Leben von Menschen vor der libyschen Küste und vor der türkischen Küste. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der großen Herausforderung der vielen Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, waren nicht nur das Land und der Bundestag und der Landtag intensiv beschäftigt, sondern auch die Landesregierung, sondern diese Herausforderung hatten vor allem die Gemeinden und Kommunen zu schultern. Denn dort sind sie vielen Flüchtlingen am Ende des Tages nämlich gelandet, wenn sie aus den Erstaufnahmeeinrichtungen zugewiesen worden sind. Dort beginnen die Prozesse der Integration, der Sprache, der beruflichen Integration. Die Gemeinden und die Kommunen hatten diese Herausforderung zu schultern. Ich denke, das war nur mehr als recht und billig, dass wir die Pauschale und die geldwerten Entlohnungen dafür vom Land tatsächlich in LAG-Gesetz tatsächlich in den Pauschalen erhöht haben vor einem Jahr. Mit dieser Erhöhung konnten die realen anfallenden Kosten vor Ort in den Gemeinden bezahlt werden. Das war richtig und wichtig. Es war auch eine fantastische, großartige Leistung, auch finanzpolitischer Art, diese Pauschalen zu erhöhen. Dadurch wurde tatsächlich die Aufnahme in den Kommunen, in den Gemeinden noch verbessert oder ermöglicht. Nur das war nicht selbstverständlich, dass diese Pauschale so schnell von uns erhöht wurde, von dieser Landesregierung. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass es auf diesem Niveau bleibt. Denn ich an dieser Stunde auch noch einmal die Frage beantworten möchte, warum wir diesen Antrag machen. Ich erinnere an den Landesrechnungshof, der gesagt hat, diese Pauschale ist eigentlich zu großzügig bemessen. Wir haben da einmal nachgerechnet, und die Neutralität dieser Institution ist ja hier unbestritten. Wir haben da einmal nachberechnet, und diese Pauschale ist eigentlich viel zu hoch. Und auf der anderen Seite haben wir nach wie vor noch Kommunen, die sagen, es ist eigentlich viel zu niedrig. Deswegen ist es nur richtig und wichtig gewesen, dass es eine Verhandlung gab zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden und darüber einen Konsens zu erzielen, welche Pauschalen dieses Jahr auf welcher Höhe beibehalten werden. Und es war noch wichtiger, eine Einigung herbeizuführen, dass das möglichst lange für eine Planungssicherheit möglichst lange eine solche Vereinbarung trägt. Und genau diese Vereinbarung ist zustande gekommen. Die Landesregierung hat über Wochen verhandelt mit den kommunalen Spitzenverbänden. Sie hat dabei erreicht, erstens, dass diese Höhe der Pauschalen erhalten bleibt, der großen Pauschale. Sie hat erreicht, dass das hohe Niveau bis 2020 garantiert bleibt und damit eine gute Integration von Flüchtlingen in den Kommunen gelingen kann. Und sie hat unter der kleinen Pauschale, wenn ich das noch sagen darf, auch da die Sozialbetreuung von 30 auf 120 € substanziell erhöht. Auch hier wird soziale Betreuung noch verbessert werden können durch diese Gelder und die Übernahme von Gesundheitskosten auf 10.000 € abgesenkt. Also man hat noch einmal finanzielle Verbesserungen für die Kommunen und Gemeinden miteinander vereinbart und die bis 2020 festgeschrieben. Und wenn Sie sagen, warum kommt so ein Antrag, dann will ich Ihnen sagen, ganz einfache Antwort, weil das nicht selbstverständlich ist.
Natürlich gibt es Menschen, die die Gelder gerne woanders ausgegeben würden. Es gibt Menschen, die sagen, im Landesrechnungshof, die sind zu hoch, die Pauschal. Deswegen bin ich auch stolz darauf, dass CDU und GRÜNE und diese Landesregierung es geschafft haben, eine Vereinbarung, einen Konsens darüber herzustellen, dass diese auf hohem Niveau entstehenden, bestehenden Pauschalen weitergezahlt werden. Weil ich weiß, wir wissen, dass das ein Schlüssel für eine gute Integration von Flüchtlingen vor Ort ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nichts ist selbstverständlich, weder dass es in diesem Landesetat so viele Mittel bereitstehen, nichts ist selbstverständlich, auch das nicht, dass die Kommunen diese Arbeit machen und dafür entlohnt werden. Deshalb von dieser Stelle auch und zum Abschluss noch einmal den Dank nicht nur an die Landesregierung, die Spitzenverbände, die das verhandelt haben, sondern unser Dank und hohe Anerkennung auch an die Kommunen, an denen jeden Tag tatsächlich diese reale Integrationsarbeit mit Flüchtlingen getan wird. Diese Pauschale, die wir auf 3 Jahre vereinbart haben, macht es möglich. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir erinnern uns alle noch an die schwierigen Tage, als Tausende von Menschen nach Hessen kamen. Ich muss Sie auch unterbrechen, weil die Rede möchte nicht unterbrochen werden durch die Reden hier. Es ist sehr laut. Komischerweise ist das immer Donnerstagabend der Fall. Vielleicht hat es etwas mit der Uhrzeit zu tun. Bitte, Herr Rock hat alleine das Wort. Alleine. Hallo. Alleine. Danke, Herr Präsident. Ich sehe noch Leute reden. Jetzt müssen Sie wenigstens mal Ruhe halten. Augenblick. Ich bitte um Ruhe. Danke schön. Danke, Herr Präsident. Ich möchte nur noch einmal an die Zeit erinnern, in der eben die vielen Menschen zu uns kamen und die staatlichen Stellen deutliche Überforderungsanzeichen gezeigt haben und auch die Kommunen kaum in der Lage waren, die Situation im Griff zu behalten. Viele von uns waren in Aufnahmeeinrichtungen der Zeit, in provisorischen Aufnahmeeinrichtungen und haben sich ein Bild vor Ort gemacht. Und es ist so, dass, und das möchte ich hier auch noch einmal sagen, dass ohne das unglaublich intensive und ehrenamtliche Engagement vieler, vieler Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit, wir diese Situation nicht so gut hätten meistern können. Darum möchte ich an der Stelle auch noch einmal ausdrücklich diesem bürgerschaftlichen Engagement danken. Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen des Landes Hessen und dem Land war am Anfang natürlich auch durch die Herausforderung geprägt und findet aber aus meiner Sicht in der Festlegung dieser Pauschalen einen versöhnlichen Ausklang, weil viele Kommunen sehr viel Geld in die Hand nehmen mussten, um die vernünftige Unterbringung der Flüchtlinge sicherzustellen. Ob man sich, Herr Bocklet, jetzt als Land relativ schnell wieder von diesen Pauschalen verabschieden kann, das ist mir nicht ganz klar. Ich glaube, da muss auch die Landesregierung noch einmal intensiv mit den Kommunalen Spitzenverbänden ins Gespräch kommen, weil ich glaube, es gibt viele Ungleichgewichte, die ähnlich geprägt sind wie das, was wir ja hier auch im Land erlebt haben, dass man sich auf große Flüchtlingszahlen eingestellt hat, Gebäude angemietet hat, auch längerfristige Mietverträge gemacht hat. Und manche Kommunen haben ernsthaft jetzt damit auch wirkliche Probleme. Und auf solche Spezialfälle muss man, glaube ich, auch noch einmal schauen. Ansonsten werden wir diesem Antrag zustimmen. Wir hätten es vielleicht auch im Ausschuss noch einmal würdigen können. Aber ich glaube, an der Stelle gibt es keinen Dissens. Und es ist auch ein gewisser Nachklapp an die gemeinsame Haltung, die wir hier im Landtag in dieser Zeit gezeigt haben. Von daher meine Fraktion wird diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will jetzt gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, was große und kleine Pauschale ist, soziale Betreuung und anderes mehr, sondern auf 3, 4 Aspekte, die eben angesprochen worden sind, in der Debatte noch einmal eingehen. Das Erste ist, ich habe schon einige Verhandlungen mit kommunalen Spitzenverbänden geführt. Ich glaube, mein Kollege Finanzminister Thomas Schäfer noch ein paar mehr.
Aber ich glaube, es war so ziemlich das erste Mal, dass wir es erlebt haben, dass wir eine längere Auszeit bei diesen Verhandlungen nehmen mussten, weil sich die Kommunalen Spitzenverbände in einer Art und Weise verhakt haben, die seltenst gewesen ist. Ich sehr dankbar gewesen bin, dass insbesondere dann eine Position, die dort vehement vertreten worden ist, nicht mehrheitsfähig bei den Kommunalen Spitzenverbänden geworden ist und man zu einem guten Ergebnis gekommen ist. Aber so ist das manchmal bei solchen Verhandlungen. Deswegen nur drei oder vier Sachen, die eben angesprochen worden sind, zum besseren Verständnis. Das Erste ist, war vollkommen unstrittig zwischen der kommunalen Familie und dem Land, dass die bisherigen Pauschalen eine Situation erzeugt haben, dass deutliche höhere Zahlungen seitens des Landes geleistet worden sind, als die Kommunenaufwendungen hatten. Das ist auch durch den Rechnungshof festgestellt worden, und das war auch Gegenstand der Verhandlungen. Und es waren die Fragestellungen, wie man mit diesen Überzahlungen umgeht und was man an dieser Stelle auch versucht, an Maßnahmen mit aufzufangen, die durchaus Akzeptanz finden oder gefunden haben, was Aufwendungen der Kommunen anbelangt. Und da ist das Erste. Wenn es darum geht, und diese Situation trifft die Kommunen genauso wie das Land, das ist unverschuldet. Damit müssen wir umgehen. Wenn wir in einer Zahl von Gemeinschaftsunterkünften angemietet haben, weil wir gedacht haben, dass es einen weiteren hohen Zugang von Flüchtlingen und Asylbewerbern gegeben hat und wir momentan Leerkapazitäten haben, müssen wir mit dem Land genauso umgehen, wie die Kommunen damit umgehen müssen. Das ist schlicht und einfach Fakt. Aber an dieser Stelle zu sagen, wir würden die Kommunen alleine lassen, ist vollkommen falsch. Es war Gegenstand der Vereinbarung. Durch Fortführung der großen Pauschale in unveränderter Höhe, dass alle Ansprüche der Kommunen im Hinblick auf Leerstände von angemieteten Gemeinschaftsunterkünften abgeglichen sind. Also, das ist ein Verhandlungsergebnis. Hinterher zu kommen und zu sagen, wir haben aber noch Mietkosten, wir müssen an dieser oder in jener Stelle etwas sehen, erscheint nicht unbedingt dann dem Verhandlungsergebnis, das wir erzielt haben, auch Rechnung zu tragen. Zweiter Punkt. Die Wohnsitzauflage wurde eben erwähnt. Es gibt in Hessen noch keine Wohnsitzauflage. Sie hat auch keine Rolle gespielt in irgendeiner Art und Weise in den Verhandlungen, was die Pauschalen anbelangt mit den Kommunen. Also auch an dieser Stelle werden wieder Argumente ins Feld geführt, die jenseits der Realitäten sind. Bedarfsdeckung ist eben als Wort gefallen. Nein, es geht nicht um Bedarfsdeckung, sondern es geht um eine angemessene und gerechte Verteilung von Aufwendungen. Wer glaubt, dass ausschließlich Bund oder Land verantwortlich für die Aufnahme und Unterbringung und Integration von Asylbewerbern ist, irrt. Es sind auch die Kommunen, die eine Verantwortung tragen. Deswegen müssen sie auch einen gewissen Teil der Kosten tragen. Das heißt, und das ist das Gegenteil von Bedarfsdeckung an dieser Stelle, sondern es ist eben auch ein Austarieren von den unterschiedlichen Aufgabenstellungen, die wir haben, weil die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und keine, die auf einzelne Gebietskörperschaften beschränkt ist. Und ein drittes und ein letztes, psychosoziale Betreuung. Ja, das ist relativ problematisch an dieser Stelle. Wir haben auch dank des Einverständnis des Haushaltsgesetzgebers und aller im vorherigen oder alle Beteiligten einen Weg gefunden, jetzt eine Chance der psychosozialen Betreuung, die absolut notwendig ist, aufzubauen, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung beginnt und auch in einer kommunalen Unterbringung auch weitergeführt wird, obwohl wir als Land in den Pauschalen auch einen entsprechenden Anteil an psychosozialer Betreuung und Gesundheitskosten mitbezahlen. Das heißt, hier sind wir uns sehr schnell einig geworden, dass wir das gemeinsam auf den Weg bringen. Das ist eine notwendige Aufgabe. Sie wird uns auch in den nächsten Jahren noch weiter verfolgen. Und hier haben sowohl die Kommunen als auch das Land entsprechende Verantwortung gezeigt. Und ich denke, den Kompromiss, den wir erzielt haben, vor allen Dingen, dass es ein Kompromiss ist, der bis zum Jahre 2020 Geltung hat, ist ein Zeichen dafür, dass wir uns auf gleicher Augenhöhe begegnet haben. Und Kompromisse bedeutet,
dass jede Seite zu- und abgeben muss. Das hat sowohl die kommunale Seite wie die Landesseite getan. Im Interesse des Landes und der Kommunen ist das ein gutes Ergebnis, das wir erzielt haben. Wer? Und der andere? Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann lasse ich über den Entschließungsantrag der Drucksache 19/4604 abstimmen. Wer dem Entschließungsantrag zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, Grüne und FDP. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen. Und wir haben damit die Tagesordnung beendet. Und ich darf Sie jetzt noch ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten. Mit dem Ende dieses Tages beginnt für zwei Kollegen ein neuer Lebensweg. Es endet etwas, aber es beginnt etwas Neues. Ich möchte ganz offiziell heute verabschieden unseren Kollegen Florian Rentsch und unseren Kollegen Peter Stephan. Meine Damen und Herren, die nächsten zwei Stunden Laudatio, die ich jetzt hier halten werde, da verzichte ich, das machen wir später. Ich möchte aber sehr gerne für uns alle sagen, dass wir zwei sehr geschätzte Kollegen heute verabschieden. Dass wir, und das will ich mal betonen, sehr gut wissen, auf was wir in Zukunft zu verzichten haben. Lieber Florian Rentsch, das ist ja nicht nur ein parlamentarisches Dasein gewesen, sondern du warst ein Mitglied der Landesregierung mit deiner Kompetenz im Bereich der Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik. Und der Kollege Stephan, der nun alle Windkraftanlagen Hessens kennt, von innen und von außen, das sind Dinge, die natürlich ersetzt werden müssen. Und das sind Dinge, auf die wir wahrscheinlich auch dann, wenn wir Nachfragen haben, nicht verzichten wollen. In diesem Sinne, lieber Herr Rentsch, waren Sie seit 2003 Mitglied des Hessischen Landtages. Ein ganz junger Spund damals, in Anführungszeichen, mittlerweile ein erfahrener Politiker und mit einem neuen Lebensweg, der mit Sicherheit Ihnen auch viel bringen wird. Das wünsche ich Ihnen auch von ganzem Herzen. Und der liebe Peter Stephan, den werden wir auch ab und zu fragen müssen, weil er eine kompetenzliche Arbeit hat hier im Landtag, die nicht überall vorhanden ist. Wir sind ja eine arbeitsteilige Gesellschaft. Eines will ich Ihnen erzählen, der wesentliche Vorgang, den er mit mir hatte. Kurz nachdem er dem Landtag angehörte, kam er zu mir und sagte, das kann nicht sein, dass in der Cafeteria nur Rheingauer Wein angeboten wird. Es muss auch Bergstresser sein. Seit dieser Zeit gibt es Bergstresser Wein und in der Cafeteria. Sie sehen, wie stark Abgeordnete in der regionalen Wirtschaft sich hier wiederfinden. Alles Gute für Sie. Besuchen Sie uns öfters und immer wieder. Und ich wünsche Ihnen für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen. Meine Damen und Herren, die Geschenke tauschen wir jetzt noch aus. Wenn Sie da zuschauen wollen, ist in Ordnung. Ansonsten darf ich Ihnen einen schönen Abend wünschen, ein schönes Wochenende. Inklusive der Mitteilung, dass alle anderen Punkte in der nächsten Tagesordnung aufgerufen werden. Sozusagen.